Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es mal kurz um das Thema gehen, was passiert eigentlich, wenn ich meine Jurte abbaue, damit weiterziehe und der Boden wieder sich selbst überlassen wird. Also, wenn ihr meine Videos kennt, wisst ihr ja, dass ich meine Fußböden für die Jurte, die baue ich eben direkt auf dem Erdboden auf. Dazu muss ich die natürlich gerade leveln, ja, ganz glatt ziehen, mit der Richtlatte abziehen und eben in der Wasserwaage austarieren. Und dann wird eine Teichfolie draufgelegt, die Schalbretter mit den USB-Platten eben verschraubt und das ist der Fußboden, auf dem die Jurte dann aufgebaut wird. Wenn ich das Ganze zurückbaue, dann habe ich ja den blanken Erdboden. So, da ist es eben so, dass ich in der Zwischenzeit, wenn die Jurte gestanden hat, eben alle Pflanzen, die dort unter vielleicht noch gelebt haben, die sind dann abgestorben. Und einzelne Wurzeln von verschiedenen Pflanzen, wie zum Beispiel der Quecke oder der Brennnessel, haben das Ganze dann aber überlebt. Also nehmen wir einfach mal an, nach einem halben Jahr baut man eben die Jurte ab. So, das ist eben so. Dann dauert das vielleicht so ein, zwei Monate und plötzlich schießen überall wieder die Pflanzen hervor, weil eben die Wurzeln überlebt haben. Und außerdem ist es so, dass der Druck quasi von außen, von all den Pflanzen, die um den Fußboden halt gelebt haben, die strecken so ein bisschen ihre Wurzeln aus und besiedeln den frei gewordenen Raum. Das geht relativ zügig, also so nach 2 Monaten sieht man natürlich noch, dass da die Erde blank war, aber dann haben schon sich alle möglichen Gräser und alle möglichen Pflanzen wieder angesiedelt. Und vor allen Dingen auch die Samen, die da im Boden waren, die können jetzt natürlich sprießen, weil Wasser rankommt. Und deswegen ist da eigentlich kein Problem, dass da jetzt irgendwie was kaputt geht. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass so nach 2, 3 Jahren, da sieht man überhaupt nichts mehr. Da hat hat die Natur wieder komplett das zurückerobert. Genau, von daher ist es erstmal kein grundsätzliches Problem. Ich werde auf jeden Fall auch nochmal einblenden. Ich habe jetzt auch Videos gemacht, wie das Ganze aussieht, wenn ich die Teichfolie weggenommen habe. Eben wie gesagt nur, man sieht den Erdboden, mehr oder weniger ist der von Mäusen eben aufgelockert worden. Man sieht auch die Gänge von den Wühlmäusen darunter, ist aber jetzt nichts Schlimmes. Also in dem Fall war es jetzt so, dass es nicht total zersetzt war. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Angst davor, dass an einigen Stellen der Boden eben so ein Stück weit absacken würde, weil sich dann vielleicht so Wühlmäuse oder, ja, oder Ratten oder sowas da Nester gebaut haben und dann eben das Ganze, die Unterbau, die Struktur eben absinken könnte. Ist aber jetzt überhaupt nicht passiert. Auch bei meiner Wohnjurte eigentlich so gut wie nicht. Natürlich gibt es die einen oder anderen Unebenheiten, aber das ist jetzt nichts Schlimmes. Genau, und je nachdem, wie lange die Jurte allerdings an einem Standort gewesen ist, sterben immer mehr Pflanzen natürlich darunter ab. Das ist ja klar. Und dann dauert das eben länger, das wieder zu renaturieren, sage ich mal. Aus meiner Erfahrung ist es eben so, dass das Ganze kein Problem darstellt, denn die Natur erobert sich sehr, sehr schnell jedes frei gewordene Fleckchen zurück. Außerdem gibt es noch einen interessanten Trick, und zwar, wenn man die Jurte zwar abbaut, aber vielleicht am Standort bleibt, dann hat man einen perfekt vorbereiteten Erdboden, um da eben Gemüseanbau zu betreiben. Ich habe das hier gemacht. Ich habe meine Jurte so nach einem halben Jahr eben abgebaut. Das war an manchen Stellen, habe ich die Jurte auch mal ein bisschen länger stehen gehabt. Aber so nach einem halben Jahr Abbau und dann konnte ich direkt, der Boden war so schön aufgelockert und flockig, weil eben die Regenwürmer unter der Plane eben alle pflanzlichen Strukturen, die noch da waren, eben aufgefressen haben. Genau. Und perfekt eigentlich, man konnte da wirklich, wie gesagt, nur so ein kleines Loch reindrücken, eine Jungpflanze einsetzen und fertig. Das heißt, ich hatte dadurch ein Beet schon vorbereitet und musste überhaupt nichts mehr umgraben und nichts mehr machen. Also das ist wirklich eine tolle Sache. Kann man übrigens auch erreichen, indem man so ein halbes Jahr eine Teichfolie an einer Stelle eben im Garten einfach zum Beispiel über den Winter von, ich sag mal, Spätsommer bis Frühjahr auslegt, dann wegnimmt. Und im besten Fall ist es eben so, dass man dann direkt alle Pflanzen in diesen Boden einbringen kann und sich da keine großen Gedanken mehr machen muss, irgendwie Unkraut zu jäten oder sowas. Das ist auch der Vorteil für das Unkraut jäten. Das muss man dann nicht so schnell wieder betreiben,
Und wenn man dann noch Mulchmaterial aufbringt, dann hält das wirklich eine ganze Weile. Also finde ich ein ziemlich guter Trick eigentlich. Je nachdem, wie lange, wie gesagt, die Jote steht. Also hier an diesem Ort stand meine Jote dann, wenn ich sie abbauen werde in der nächsten Zeit, stand sie genau 2 Jahre oder sogar ein bisschen mehr als 2 Jahre hier an dieser Stelle. Und das heißt, ich bin da schon sehr gespannt, wie da der Untergrund aussieht. Ich vermute, dass da dann keine Wurzeln überlebt haben. Ich habe zwar einen Haselnussstrauch auf der einen Seite und eine Eiche sehr nah auf der anderen Seite von der Jote noch stehen. Und auf der Rückseite sind noch so ein paar Kirschschösslinge. Die werden auf jeden Fall gut weiterleben können, denke ich. Weil die Wurzeln, die gehen zwar unter die Jote, aber sind ja auch außerhalb der Jote und kriegen dadurch ja Feuchtigkeit. Genau, aber ich vermute, dass, wie gesagt, alle Samen, die da drin waren im Erdboden, dass die abgestorben sind und dass es eben länger dauert, dass die Natur das hier zurückerobert. Und Leute, die eine Gärtnerausbildung haben, haben mir dazu auch schon gesagt, dass das für den Erdboden natürlich jetzt nicht die beste Sache ist, den so lange zu versiegeln. Aber dass es im Grunde langfristig gesehen überhaupt kein Problem ist. Also das wird sehr schnell wieder als Standort zurückerobert. Und von daher muss man sich da überhaupt keine Gedanken machen. Wer da Probleme mit hat, mit dem Gedanken, dass man da Erdboden versiegelt, kann ich auch irgendwo verstehen. Aber dann, wie gesagt, kann man auch eine Plattform bauen, die so 50 cm erhöht ist. Der Vorteil dessen wäre auch, dass eben so die Nagetiere von zum Beispiel Katzen unter der Plattform natürlich besser gejagt werden können als hier. Hier kann die Maus sich gut verstecken und die Katzen müssen um die Jote herum jagen und können nicht unterhalb jagen. Von daher kann das natürlich auch ein Vorteil sein. Und dann ist es so, dass wahrscheinlich da natürlich auch Sonnenlicht und Feuchtigkeit nicht hinkommen. Das heißt, auch da trocknet der Boden aus und es dauert länger, das wieder zu renaturieren. Aber aus meiner Sicht ist das kein schwerwiegender Eingriff und kein großes Problem für die Natur. Die erobert das so schnell zurück, also da muss man sich wirklich keine Gedanken machen. Ja, das nur dazu. Und genau, wenn euch das jetzt gefallen hat, das kurze Video dazu, dann schaut doch gerne in meine anderen Videos rein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.